Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aufgrund nicht nur eines Wunsches, sondern vieler Wünsche, dass ihr gerne mal so die Strandbars und Hotels zur Nebensaison am Strand sehen würdet, wollen würdet, gehen wir heute mal von Joyopoli nach Kafros am Strand entlang und ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, wie es hier in der Nebensaison aussieht. Wie ihr hinter mir seht, Haufen Palmen, wir sind nämlich am La Palma. Und da, also in La Palma, in Joyopoli, und da starten wir jetzt unseren Rundgang in Richtung Kafros. Also, kommt mit, ihr Lieben. Ja, hier um La Palma sieht alles wirklich sehr gepflegt aus. Wunderschön grün der Rasen. Aber auch hier, also hat, ich glaube, jetzt Ende März, heute haben wir, glaube ich, den 27. Ja, beim letzten Strandspaziergang vor 2 Tagen hatte tatsächlich noch nichts, also keine einzige Strandbar offen gehabt. Was aber nicht heißt, dass sie nicht ein bisschen fleißig am Werken sind. Denn im La Palma hier haben sie noch einen Anbau gemacht und ich vermute, das wären tatsächlich Gästezimmer hier. Das schauen wir uns gleich mal an. Ansonsten seht ihr natürlich Stühle, alles hier winterfest noch verpackt. Es ist zu, aber die ersten Leute, sehe ich gerade, sitzen schon da drinnen. Die Schirme hier vorne, alle kompakt beieinander gestellt, schauen wir uns gleich noch an. Und hier seht ihr aber, der helle, oder das helle, das ist der Anbau, was sie dieses Jahr hier neu gemacht haben. Genau. Und Yassas. Ja, hier die Schirme alle zusammengestellt und platziert. Jetzt gucken wir einmal hier rum zum Strand. Ja, auch hier ist Blue Boat nebenan, da ist auch noch alles verräumt und winterfest, die Liegen stehen drinnen. Das blaue Boot ist natürlich ganzjährig draußen, aber ihr seht, die Fahnen werden sie dann bestimmt auch mal noch ein paar neue dran machen. Gerade gestern hatten wir sehr starken Südwind gehabt und da hat sie auch so die letzten Reste der Fahnen wahrscheinlich noch weggeweht. Aber ich sehe auch gerade bei Mike's Oasis wird jetzt auch angefangen, das gucken wir uns aber gleich noch an. Machen wir noch mal kurz einen Schwenk hier Richtung Joyopoli. Da hinten seht ihr noch die schneebedeckten Berge. Ja, ansonsten haben wir heute angenehme 27 Grad. Es ist wirklich am 27. März 27 Grad. Welch lustiger Zufall. Es ist wirklich mega, mega warm heute. So, und jetzt starten wir unsere Wanderung in Richtung Kafros. So, ihr hört schon, es ist sehr windig, hier wo sonst der Eingang zu Mike's Oasis ist, steht zumindest das Metallgerüst noch da, aber auf dem Dach dort oben ist schon jemand und es sieht so aus, als ob sie wirklich die Palmenblätter vom Dach jetzt runterholen und naja, wie vorhin schon von Weitem gesehen, auch hier beginnen die Vorbereitungen, aber ihre ganzen Palmen und Bepflanzungen ist tatsächlich alles noch nicht da. Ich habe dann tatsächlich auch mal überlegt, ob das zusammenhängt mit dem griechischen Ostern, dass sich danach auch so die Saisoneröffnung richtet. Das ist ja nun dieses Jahr erst im Mai und relativ spät. Yes. Ja, ob sie dann noch hier später anfangen. Ja, also ihr seht, alles noch gut geschlossen hier. Aber auch hier nebenan an der Sunkissed Beach Bar haben sie jetzt angefangen. Da steht zumindest schon mal die Bestuhlung wieder drin. Und was mir neulich auch aufgefallen ist, das zeige ich euch gleich. Jetzt gucken wir uns erst noch mal kurz hier drinnen alles an. Was mir aufgefallen ist, dass sie hier tatsächlich schon wirklich einmal mit der Gerätschaft am Strand lang gefahren sind und sag mal, die groben Steine, Müll und so alles schon mal rausgefiltert haben. So, dann laufen wir jetzt mal weiter. Als nächstes kommt dann das Fratissima Mare und dann das Pilot Beach.
Ja, und ihr seht es wieder gut, wie herrlich leer das hier ist. Die zwei Personen dort, das sind meine Eltern. Und ansonsten außer uns noch eine einzige Person hier jetzt in der Mitte in Schwarz. Und ansonsten siehst du hier wirklich bei dem herrlichen Wetter noch niemanden am Strand. Also absolut traumhaft. Und mal gucken, vielleicht halten wir dann einfach auch mal noch einen kleinen Zeh ins Wasser. So, hier gehen wir mal nicht zu nah ran. Die ist nämlich schon ziemlich aufgequollen. Nämlich eine Moräne als Beifang wurde dann über Bord geschmissen. Sowas findest du hier auch öfter mal am Strand. So, und hier sind wir jetzt vor dem Framissima Mare Monte Beach. Ja, Palmen sehen auch schön aus. Auch die Anlage ist eigentlich im Winter immer gut gepflegt. Also entweder machen sie es gut sauber, aber das sieht wirklich hier auch immer ganzjährig sehr gut aus. Hat auch gerade irgendwie ein richtig tolles Flair hier so, wenn das wirklich einfach mal so absolut leer ist, ja. Also die Tamariskenbäume, das Gras, was hier immer noch so ein bisschen raussprießt. Sieht echt toll aus. So, da lupen wir gleich nochmal hier vorne über die Mauer drüber. Ich bin rein, gehe ich nicht in die Hotels, aber zumindest, dass es mal von außen ein bisschen seht. Mal der Wegweiser, ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Pool schon befüllt ist. Aber ich kann es mir eigentlich noch nicht vorstellen. Nee, ist noch leer. Oh ja, guck doch mal. Das sieht doch alles wirklich sehr, sehr schön aus. So, direkt links nebenan haben wir erstmal hier den Wassersportbetreiber. Das habe ich tatsächlich schon von uns von der Terrasse aus gesehen, dass hier gut schon was oder dass einfach was aufgebaut haben. Das hat man doch deutlich gesehen. Und dahinter kommt dann das Pilot Beach. Da, ihr seht, haben wir schon einen Kran stehen. Da scheint sie gerade Beton zu vergießen. Da haben wir tatsächlich auch im Winter ordentlich schon was an Arbeiten vernehmen können. Sowohl in den Zimmern, die hier vorne direkt an Strandlage sind. Und sie wollten wohl, das hatte uns eine Abonnentin erzählt, wo den Speisesaal auch noch neu machen. Den hier unten, nicht den Hauptspeisesaal im Hauptgebäude, sondern hier unten, wo das Strandrestaurant neu machen. Ja, gucken wir mal ein bisschen näher ran. Ihr seht es auch hier, wird eine Pergola vorne noch installiert. Und Tatsache ist, Peile, die stellen jedes Jahr, ihr seht es hier vorne auch, diesen grünen Zaun auf, praktisch als Sandfänger, dass die Anlage nicht vollgeweht wird mit Sand, sondern der bildet dann davor kleine Dünen und bleibt dann dort liegen. Hier dauert es auch nicht mehr allzu lange, bis das Pilot aufmacht. Ich glaube, auch Mitte April wollten sie dann aufsperren. So, ich laufe jetzt mal noch das Stück vor und filme euch gleich mal noch die Arbeiten da vorne. Ja, und da vorne scheint sie in den Zimmern entweder eine Terrasse davor. Ja, also ich gehe wie gesagt nicht rein in die Hotels. Film das nur von außen, aber man sieht, da geht der Greif oder der Verlängerungsarm zum Betongießen geht da schon in Richtung Zimmer und Gebäude. So, das war's jetzt erstmal mit Hotels. Dann kommen jetzt die Strandbars alle in Richtung Kafros und in Kafros gucken wir uns dann noch die weiteren Hotels an.
So, ihr Lieben, hier haben wir die Seven Soul Strandbar. Aber ihr seht, auch da ist noch gähnende Leere. Da hatten wir mit dem Besitzer neulich mal, den hatten wir getroffen und gesprochen. Die werden dann Anfang Mai aufmachen, wahrscheinlich dann mit Ostern. So, und dann schauen wir uns gleich mal die nächste Strandbar an, weil das ist tatsächlich die erste hier vorne, wo schon, oder das waren die ersten, wo wir da die Arbeiten entdeckt hatten in den vergangenen Tagen, die schon ordentlich losgelegt haben. So, ihr Lieben, jetzt sind wir an der Poseidon Beach Bar. Ihr seht hier schon die Stäbe. Das sind schon die Markierungen, wo dann die ganzen Sonnenschirme und Liegen hinkommen. Und Tatsache, ja, naja, ihr hört es ja im Video, dass es ganz schön windig ist, hat es hier die Stühle umgeweht die Nacht. Da hinten ist Spielhaus umgeweht. Ja, aber hier sind sie dabei. Hier haben wir auch schon Arbeiten gesehen, wie sie geschweißt haben. Und was ich mega schön finde, haben sie aus Holz hier hinten eine richtig geile Strandbar gebastelt. Guckt mal, sieht das nicht herrlich aus? Gefällt mir schon mal richtig gut. Auch auf dem Parkplatz haben sie Arbeiten gemacht und frisch gepflanzt. Die Palmen werden gerade hier vorne verschnitten ordentlich. Da seht ihr noch den guten Mann, der sie verschnitten hat. Also ich glaube, hier wird es dann im Sommer auch richtig schön aussehen. Volleyballnetz hängt auch schon. Ja. Auf der Dusche ist bestimmt noch kein Wasser drauf. Das werden sie bestimmt ausgestellt haben im Winter über. Und ja, hier rechts kommt dann der Strandabschnitt als nächstes vom Anemos. 5-Sterne-Hotel. Und dann von den Georgiopolis Suites. Genau, das gucken wir uns gleich mal noch an. Ansonsten genießt ihr jetzt einfach mal hier ein bisschen den Ausblick auf das wunderschöne Meer. Also auch die Wellen, klar, durch den Südwind. Wenn Südwind ist, haben wir hier überhaupt keine Wellen im Norden. Es lädt gerade richtig schön ein zum Reingehen. Meine Mutti läuft tatsächlich schon barfuß drin, aber so sagt, es ist noch ganz schön frisch. Puh. Und eigentlich haben wir ja noch offen, im März ins Wasser zu springen. Das wollte ich heute eigentlich machen, aber nun bin ich wieder ein bisschen verunsichert, ob ich denn wirklich mit dem ganzen Körper rein will. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen jeden Monat einmal ins Wasser. Die Beine werde ich mit Sicherheit reinhalten, Mann. Und da hinten sehe ich gerade, hinter dem roten Rettungsschwimmerturm liegt tatsächlich schon der erste Strandnixe da auf dem Badehandtuch. Wobei ich mir das heute sehr unangenehm vorstelle, weil durch den Südwind weht hier die ganzen Sandkörner und kleine Steine in Richtung Meer und du hast schon immer mal am Füßen ein ordentliches Peeling. Puh, also wie das dann am Körper ist, na gut. So, und da sind wir beim Anemos. Ihr seht, auch hier ist der Zaun noch, da ist es abgesperrt. Und auch die Strandbar vom Anemos ist noch eingehüllt ins Winterkleid. Wo sonst hier zahlreiche Liegen sind, ist gähnende Leere. Ja, aber der Weg auch runter von vorne mit den Palmen sieht auch echt nur schön aus. Aber die müssen sie tatsächlich auch mal noch verschneiden. Also hier am Strand vom Anemos hat sich wirklich gefühlt noch gar nichts getan. Wiederum drüben im Hauptgebäude, da sieht man schon ordentlich, dass da was los ist. Ja, alle Strandliegen und Tische und Stühle sind noch sicher verstaut da drinnen. Und auch hier seht ihr wieder die Windfänger. Wie schön sich hier davor dann so die Dünen gebildet haben und was wirklich den Sand dann aufgehalten hat, dass er nicht so weit Richtung Landesinnere fliegt. Und weiterhin keine Menschenseele zu sehen, außer da meine Eltern. So, hier seht ihr von den Georgiopolis Suites bzw. Georgiopolis Resort die Strandbar. Da ist auch schon der erste Arbeiter unterwegs.
dann erreichen wir jetzt gleich hier von Kafros mit den Gyrogyalos und der Vanilla Beach Bar. Da sieht es auch schon so aus, als ob ordentlich was los ist. Das schauen wir uns dann gleich mal noch von Nahem an. Und Tatsache, hier vorne in Kafros sind schon ein paar mehr Menschen am Strand. Du, ich bin ja erstaunt. Ja, Lieben, und Tatsache, hier beim Gyrogyali haben sie die Winterbarrieren und Verriegelung und Verrammelung alle schon entfernt. Da machen auch gerade Mitarbeiter ein Päuschen. Und wenn ich mich richtig dran erinnere, habe ich Tatsache hier letztes Jahr auch das erste Bier am Strand bei einem Spaziergang getrunken. Das waren, glaube ich, auch Tatsache letztes Jahr die ersten, die hier dann eröffnet hatten. Ja, und so sieht hier auch wieder herrlich sauber und gepflegt und schon gut vorbereitet aus. Fehlt dann nur noch hier draußen der Sonnenschutz oben dran. Klar, hier wird dann auch immer noch mal die Holzplanken nach vorne verlegt, dass du hier dann dich hinlegen kannst. Aber ansonsten sieht es hier schon relativ gut aus. Der Rasensprenger ist auch schon an. Also ich denke mal, hier wird es bestimmt bald losgehen. So, dann kommt jetzt gleich die letzte Strandbar, nämlich die Vanilla Strandbar. Und dann sind wir schon in Kafros und gucken uns dort mal dann die Hotels an. So, und bei der Vanilla Beach Bar, das filme ich euch jetzt mal nur von Weitem, machen sie auch schon die Sonnenschirme gerade neu mit Palmenblättern. Also da laufen auch schon die Vorbereitungen. Und hier vorne baut Tatsache gerade eine Familie, battelt ein bisschen hier am Durchfluss rum. Bin da schon mal gespannt, was sie hier sich zusammengebaut haben. So, die haben einmal hier einen natürlichen Durchfluss gestoppt und haben einen kleinen Kanal in Richtung Meer gebaut. Schöne Familienbeschäftigung, ja. So, hier sind wir jetzt beim Mythos. Auch da wird schon fleißig gearbeitet. Dann kommt ja das Delfina. Aber ihr seht schon, also auch hier ist Tatsache noch nicht, also keinerlei Liegen draußen bei den Hotels. Es wird auch hier noch ein paar Wochen dauern. Nicht mehr allzu viele, aber immerhin noch ein bisschen. Oh, ich korrigiere mich. Ich glaube, da vorne sehe ich gerade die ersten Liegen und Sonnenschirme. Da bin ich mal gespannt, welches Hotel das ist. Ja, hier haben wir das Vantares Palace. Da ist Tatsache auch noch alles drin verräumt. Ihr seht hier jetzt so relativ in der Mitte die markante Dusche vom Vantares mit ihren blauen Fliesen. Und hier in der Mitte kommt jetzt das Eliros Mare. Da sind wir, oder ist so ein, ich sag mal, so ein Durchgang daneben. Da sind wir Tatsache relativ häufig in letzter Zeit dann von Kafros aus zum Strand gelaufen nach vorne. Und da hat sich wirklich ja noch überhaupt nichts getan. Da waren wir auch sehr, sehr entspannt. Das ist wirklich ein richtig schickes Hotel, das Eliros. Auch sehr freundliche Mitarbeiter und alles dort. Ja, und da war wirklich, konntest du auch reinschauen, die Zimmer, da waren noch die Matratzen alle sauber eingepackt und verpackt. Ja, da hat sich wirklich
noch nicht viel getan. Die werden dann bestimmt erst Ende April, Anfang Mai aufmachen. Aber sieht halt auch wunderbar aus mit den Palmen noch. Ich zoome euch jetzt mal ein Stück ran. So, und ich habe ja eine Vermutung, das wird bestimmt das Vantares Beach sein, was hier vorne offen hat. Aber das gucken wir uns gleich mal an. So, ihr Lieben, und wie schon Mitte der Woche im Short erwähnt, ist es tatsächlich soweit. Und das erste Hotel hat offen, nämlich das Vantares Beach Luxury Resort. Ich würde sagen, so, naja, ein Dutzend, zwei Dutzend Leute sind schon hier und genießen die Sonne. Und auch hier das wunderbare, relativ ruhige Meer. Ihr merkt aber, oder ihr hört es ja schon die ganze Zeit, es ist relativ windig, aber dennoch sehr, sehr angenehm von den Temperaturen her. Ja, grüne Flagge weht dementsprechend auch. Und das ist jetzt der Startschuss in die neue Saison. So, neben dem Vantares Beach geht es dann weiter mit dem Orpheas, aber da tut sich auch noch nicht so viel. Ja, hier drüben hat man schon in, oder auch schon mit den Arbeiten begonnen, aber wenn ich mir so das Dach da vorne anschaue, da kommen die Ziegel schon runter. Boah, ja, muss glaube ich noch ein bisschen was gemacht werden. Ich zoome euch mal wieder drauf. Seht ihr da vorne schon die blaue Folie vorgucken? Also da muss noch ein bisschen was passieren. Und dann kommt gleich echt noch eine mega spannende Stelle, nämlich die neue Baustelle in Kafros, wo sie jetzt auch letztes Jahr angefangen haben, ein neues Hotel zu bauen. Aber das schauen wir uns gleich mal von nahem an. So, ihr Lieben, hier seht ihr nämlich den Neubau vom Ventale Island Breeze Resort in Kafros, am Ende von Kafros gegenüber von der Tankstelle Romagnas. Und ganz besonders werden sich bestimmt die Besitzer von dieser Villa hier freuen, weil die lag nämlich bis jetzt schön einsam am Strand und bekommt jetzt hier ein riesiges, eigentlich ein riesiges, aber ein etwas größeres Hotel davor gesetzt. Ja, das soll es dann heute auch mit einem Strandspaziergang zumindest gewesen sein. Oh Gott, meine Haare sehen aus. Naja, egal. ja, ich hoffe, der kleine Strandspaziergang hat euch gut gefallen. Und mal schauen, vielleicht gehen wir demnächst auch mal vorne lang an der Hauptstraße und filmen die Hotels. Aber hier am Strand kannst du auch mal alles mega gut beobachten. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen das Wetter, die Sonne, das Meer genießen. Und ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und für alle, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben, hier unten steht da Abonnieren. Einmal draufklicken. Wir freuen uns über euer Abo. Macht's gut. Bis zum nächsten Video.